Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Grim Dawn. Heute nur eine kleine Aufnahme, damit es ab morgen, also Montag, wieder Folgen gibt. So, wir hatten doch noch einen Punkt übrig, genau. Und das wollte ich hier einsetzen. Leben, Verteidigungsqualität für dann das hier. Für dieses Schild, damit wir uns wenigstens ein bisschen noch unsterblicher werden, als wir schon sind. Was sind wir? Verteidigungsqualität und Schild. Gut. Naja, der Typ da ist für ein für etwas anderes und wir wollen hier. Oh, hallo. Oh, mir kommt gerade in den Sinn. Ja, das haben wir noch nicht gehabt. Und das war gerade sehr, sehr schnell und einfach. Hallo, ihr Magen. Und ungefähr so weit war ich beim letzten. Also nicht ganz. Wir hatten noch ein bisschen Dynamit gefunden. Deshalb, glaube ich, war ungefähr im gleichen Level. Ich glaube, 24 bis 26, glaube ich. Deshalb wird es gleich bald blind sein. Obwohl ich am Anfang auch einfach nur durchgerauscht bin. Oh, hier geht's nicht weiter. Damals hatte ich schon. Ich habe nicht das gleiche Skillset verwendet wie damals. Weil ich eben auf Unsterblichkeit spielen wollte. Denn es ist passiert, dass wir, also damals, dass ich es mal so gespielt habe, um es mal anzutesten, und es dann 4 Stunden wurde, war so, dass wir auch beim Krieg und sonst wo auch vorher gestorben sind. Und das wollte ich diesmal vermeiden. Beim Krieg sind wir leider gestorben. Kann mal passieren. Gut. Okay. Aha, da haben wir noch nicht. Oh. Gut. Haben wir eigentlich die Punkte schon ausgegeben? Ja. Das haben wir voll, das haben wir voll. Gut, dann geht es wirklich ab jetzt hier. Gut. Also in 2 Level habe ich genau das, was ich brauche. Ja. Gut, wo war es? Hier. Bam, bam. Ich sammle dann das Zeug auf. Er hat ein Monster getötet. Moment, keine Zeit für den Scheiß. Hm? Wir hatten Gameboy? Und jetzt kommen neue mit den neuen Fähigkeiten. So einfach geht das. Gut. Nach dieser kleinen Abschlachtung können wir das ganze Zeug einsammeln, was sie fallen gelassen haben. Oh, das könnte alles wertvoll sein. Gut, hier geht nichts kaputt. Ja, auch nicht. Man weiß ja nie. Ja, lass mich das Zeug aufsammeln, Mann. Wir reden gleich mit dir. Gut, also.
Junge. Dafür wirst du büßen. Darius will dieses Gefängnis kennen. Und wenn er herausfindet, was du getan hast, wirst du dir wünschen, ich hätte dich erstochen. Ruhe in Frieden, Abschaum. Sonnenweichflöte. Oh. Wow, Riesenschwert. Crawley's Gang. Oh, hi. Gibt es hier noch mehr von deiner Sorte? Nein. Sehr gut. Okay. Ich glaube, wir haben oben noch nicht alles durchsucht. Hier gibt es ja... Geht's noch weiter und hier drin waren wir auch noch nicht. Ja. So. Wie hieß das gerade? Kümmons Versteck? Okay, das war... extremes Gequieke. Quiek, 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 quiek. Gut. Nachdem wir das vollbracht haben, sieht es eigentlich platztechnisch aus. Nicht gerade die Welt. Waffen haben wir keine, die besser wären. Das würde ich gerne noch so lassen, bevor wir sie wechseln. Nichtsdestotrotz glaube ich langsam, wir sollten ein paar Punkte investieren. Blutschlitzer. Lebenspunkte, dafür Konstitution weniger. Angriffsqualität, erhöhte Gesundheitsregeneration um 15%, Durchschlagsverteidigung, Verfassung, Kälteresistenz. Das wäre auch ein Set. Blutungsschaden, Angriffsqualität, Angriffsgeschwindigkeit, das wäre auch gut. Aber das wäre für Schattenklinge? Ich glaube, wir haben etwas für Schattenklingen. Ich gehe mal... Ja, so viele Punkte. 6 Punkte haben wir verteilt. Einfach nur so. Okay, hier wurde nichts versteckt. Manchmal findet man hinter solchen Sachen... Manchmal findet man geheime Wege und so hinter solchen Sachen. So. Oh, hier geht's nicht weiter. Nicht gut. Wer sind das? Ja, dann eine Schlörfer. Schlag ist tödlich. Also manchmal mehr, manchmal weniger. Das sieht irgendwie so aus, als würde es etwas verstecken, aber war wohl nicht so. Wir müssen da rein. Kümons Versteck?
Oh, hi! Schön, dass ihr hier seid. Okay. Bevor wir die Quest annehmen, untersuchen wir mal die Gegend. Dann machen wir die hier halt auch platt. Bam, bam. So schnell werdet ihr mich nicht los. Was ist das? Und wir müssen bald wieder zurückgehen. Yeah. Okay. Ein Schriftstück. Essensration. Da sind Leute drin. Bleib zurück. Ich brenne diese Hütte nieder. Meine Familie muss in dieser fürchterlichen Welt nicht mehr leiden. Nein, mit Verrückten will ich nichts zu tun haben. Ist eure Familie da drin? Seid ihr wahnsinnig? Halte dich da raus. Es ist zum Besten. Das könnt ihr nicht machen. Seht doch, die Dinge stehen schlecht, aber wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Welche Hoffnung gibt es denn noch? Gute Menschen sterben und die Welt wird von Ungeheuern überrannt. Mit denen wir früher unsere Kinder erschreckt haben. Ich will nicht, dass meine Familie noch länger leidet. Ich bin aus Devil's Crossing, es ist dort sicher. Anders haben wir es geschafft zu überleben, ihr könnt es auch. Sicher? Was ist denn noch sicher? Wir waren hier auch einmal sicher und jetzt seht ihr diesen Ort an. Wir verteidigen es. Es gibt Schutz und Trinkwasser. Bitte, schließt euch uns an. Vielleicht ist das der Neuanfang, den wir gebraucht haben. Ich hoffe wirklich, dass du die Wahrheit sagst. Also gut, dann bring uns dorthin. Ich werde euch und eure Familie dort treffen. Und wir kommen nicht da rein. Aber der Typ wollte seine Familie abfackeln. Ich kann ihn irgendwie schon verstehen, aber das ist keine Lösung. Kämpfen eine Möglichkeit ist, ist das keine Lösung. So. Diese Baumstumpf noch kaputt machen. Hm. Also bis jetzt läuft's gut. Noch keiner konnte uns niederringen. Wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Hm. Okay, nichts mehr. Menschliche Überreste. Ich dachte, da wäre ein Geheimnis. Ein Geheimversteck. Hier ist überall blutgetränkte Erde. Ah, hier sind wir. Gut, dann gehen wir hier entlang. Hi ho! Hm, der Einzige, der überlebt hatte, ist jetzt auch gestorben. Da ist noch ein Typ. Hey, hey! I can't carry anymore. I can't carry anymore. My inventory is full.
Mein Inventory ist voll. Ja, gib dir gleich voll. Verdammt. Bringt nichts. Okay, das wird interessant. Gut. Dann hätten wir das auch untersucht. Bevor wir zurückkehren, würde ich gerne noch diese Quest hier annehmen. Okay. Du da, hör einen sterbenden Mann an. Was ist mit euch passiert? Er wurde von meinem Partner, den einzigen Vertrauten in diesem verlassenen Höllenloch, verraten. Wir waren mit einem Wagen voller Schrott unterwegs, den wir von ein paar verfallenen Häusern erbeutet haben, als der Bastard sich wohl dazu entschied, dass die Profitaufteilung von 50-50 sinnlos ist. Er erschreckte mich mitten in der Nacht und stach mich mir genau in den Bauch, hat sich mit der ganzen Beute aus dem Staub gemacht und mich hier draußen zum Sterben zurückgelassen. Falls du je einen Mann mit einer grünen Patchwork-Jacke begegnest, der auf den Namen Isaiah hörte, bring ihn für mich um. Tust du das? Ich glaube nicht, dass er allzu weit gekommen ist, wenn er den Wagen alleine schiebt. Ich werde euren Partner ausfindig machen. Erledige diesen Bastard Isaiah für mich. Diesen Sliff-Sohn. Der sollte gleich hier um die Ecke sein, hieß es. Okay, wie ist er durch die Banditen gekommen? Oder ist er unten lang? Hallo. Gut, der Tod steht Ihnen gut. Oh, ein Geheimnis. Ist nicht auf der Karte markiert. I can't carry anymore. Oh ja, stimmt. Da war ja was. Bringt immer noch nichts. Das auch nicht. Gut, dann gehen wir zurück nach Devil's Crossing. Verkaufen nun bei diesem guten Mann. Nein. Feuerball. Versucht zu schauen. Es kann mittlerweile auch sein, dass ein paar Sachen da sind, die besser sind als das, was wir anhaben, obwohl unseres blau ist und was wir finden, nicht. Aber bis jetzt. Es ist mehr oder weniger weit entfernt. Ich könnte Berserker Gegenstand, kritischer Schaden, Angriffsgeschwindigkeit, Zaubergeschwindigkeit. Ja, aber dafür geht die Widerstandsfähigkeit nach unten. Ich glaube nicht, dass das so gut ist, wenn wir das machen. Fallen Schadenszüge, okay. Ja. Das nur alle Sekunde einmal blockt, ist scheiße. Thank you.
Die meisten gelben muss ich eigentlich auch nicht durchsuchen. Wenn dann schon grün. Nein. Sorry, die Verfassung ist mir zu wichtig. Je mehr davon, desto... Ja, das kann ich nachher verteilen. Put it to good use. Oh. Wir haben die eine Aufgabe schon erledigt. Das ging ja schnell. Ja, Schildblock-Wahrscheinlichkeit. Auge der Rache, Verteidigung. Feuerschaden. Ja. Gut, wir sammeln zuerst das Ganze und zusammenpacken. Gut. Können wir mal hier zusammen schrauben. Ja, so ist schon besser. Ich glaube, ich kann... Packen wir das mal hier unten hin. Und was bringt das? Verteidigung, Verfassung... Ja, okay. Gesamtgeschwindigkeit wäre das, was... Aber gut. So. Hier packen wir das hier hin. Das hier hin. Gutschnitt. Haben wir... Wir haben doch irgendetwas auch mit... Blut, dachte ich zumindest. Also, Zeichen des Blutschnitzer, Blutschnitzergürtel, Rüsten, oder was das hier? Hm. Gürtel, Mantel, Zeichen des Blutschnitzers, Klauen. Blutschnitz, aber gehört nicht zu diesem Set hier. Schade, schade. Ich dachte wirklich, das könnte vielleicht was werden. Okay, dann halt eben nicht. I'll keep an eye on this. Der Typ da ist immer noch so... Ah, hier. Vielen Dank, dass du mich ausgeredet hast, den größten Fehler meines Lebens zu begehen. Wir kämpfen, um zu überleben, und ich wurde verzweifelt. Meine Familie verdient etwas Besseres. Danke, dass du mir gezeigt hast, dass es in dieser trostlosen Welt immer noch Hoffnung gibt. Ich möchte, dass du dies mitnimmst. Es ist ein kleiner Zeichen... Meine Anerkennung. Ich hoffe, es wird dir gute Dienste leisten. Danke, passt auf euch auf. Okay. Danke, dass du meine Familie hierher gebracht hast. Angesichts der Zeiten konnten wir nicht um mehr bitten. Wir werden unser Bestes tun, um unsere Beiträge zu leisten. Um unseren Beitrag zu leisten. Das höre ich gerne. Wir hätten hier draußen nicht mehr lange durchgehalten. Wir alle wussten es, aber... Steffen? Oh, das ist die Frau. Aber Steffen ist eines Tages durchgedreht. Wenn du nicht gekommen wärst, danke. Ihr seid jetzt in Sicherheit. Danke für das neue Zuhause. Daddy scheint es auch wieder besser zu gehen.
Er hat immer gesagt, es würde keine guten Menschen mehr auf der Welt geben. Aber jetzt glaube ich, er hatte Unrecht. Melia lächelt dich an. Gerne geschehen. Und die haben jetzt einen Spielkameraden mehr. Hast du den Aufseher tatsächlich getötet? Er war so unheimlich. Ja, das habe ich. Wow, du bist wirklich mutig. Ich tue nur, was getan werden muss. Danke. Mrs. Constant hat gesagt, du hast den bösen Mann getötet, der all diese Monster gemacht hat. Können wir jetzt sicher rausgehen? Es gibt noch mehr Monster, aber ich werde mich darum kümmern. Gut, kannst du dich bitte beeilen? Alex und ich wollen draußen und spielen. Ich werde mich gleich darum kümmern. Oh, ich dachte, die freuen sich über neuen Spielkameraden, aber okay. Schön, dich wiederzusehen. Was darf es heute sein? Ja, nichts. Im Moment ist alles gut. Well, do they like our housewarming gift? Ich habe den verantwortlichen Mann namens Shanks getötet. You work fast. I like that. We'll need more of that for what's coming next. Was ist unser nächstes Ziel? Darius Cronley. Last I've seen his face, they almost hung him for a double homicide. The warden intervened at the last minute in favor of a life sentence in Devil's Crossing. Seems there were ulterior motives after all. Darius Cronley is the devil made manifest, devious and manipulative with a penchant for sin of every kind. He's the one running this gang, and he's the one we need to go after next. Habt ihr einen Plan? We have to hit them hard and fast, leave no room for a counterstrike. I've only seen a portion of their operations in the region, but they are really entrenched on the four hills in Old Arcovia. Shank surely wasn't Darius's only lieutenant, so I suggest you find the rest and kill them. We don't want one of them taking over after Darius is dealt with. I don't have any names for you, but they will probably have equally clever prison names as our dead friend Shanks. But to really end this, you need to cut off the head of this operation, Darius Cronley. If what I hear is true, you will find him hiding out in the mines underneath the four hills. Lastly, my scouting partner Elsa must still be out there with them. If I venture to guess, Cronley has her in his clutches. Save her from that brute. I hear you are quite capable, so don't let me down. When you find yourself out there, I recommend you seek out a man by the name Quaid. He and his group forsook the peaceful ways of the Rovers in favor of fighting back against the outlaws. And I'm glad they did. It was Quaid's people that pulled me from the jaws of death. Ich werde mich darum kümmern. Gut. Wir reisen nochmal kurz dorthin, wo mein letzter Portal stand. Genau. In der Nähe haben wir auch ein weiteres Portal, aber ich will nur das aufnehmen und zurück nach Devil's Crossing gehen. Zurück kurz verkaufen. Sie haben meine Annabelle genommen, dafür werden sie büßen. You see anything you like? So, weg damit und weg damit. Und das ist ein Ring, das uns gefallen könnte. Physischen Schaden, Leben, Durchschlags, Elementar, Widerstand. Lebenskraft, Widerstand, ja. Sekunde. Wahrscheinlich die Bestien. Okay, aha. Okay, das geht ja nicht weiter nach oben. Plus 29% über dem Maximum, ja. Leider. Oder war das besser? Oh. Das Kinderfamilien-Siegelring. Ich glaube, ich behalte den und pack's ins Lager. Got something you need stashed? So. Ich verkauf den Scheiß hier auch. I'll hold on to that.
gut, aber ich würde sagen, nachdem wir es verkauft haben, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.